Hallo Freunde, ja, herzlich willkommen zurück zur 7. Folge Rayman Origins. Zurück zu den Wurzeln oder zum Ursprung. Und wir haben uns hier, so wie nach jeder Runde, schon ordentlich durchgeschlagen. Und sind jetzt natürlich auch wie in jeder Runde auch gespannt, wie es weitergeht. Feuchtfröhliches Feuergefecht. Da sind wir jetzt stehen geblieben. Was ich mal auf jeden Fall gucken möchte, ist mal im schnarchenden Baum, was jetzt hier für Figuren jetzt noch dazugekommen sind. Wir können jetzt auch mal hier den kleinen Link nehmen. Weiß ich jetzt gar nicht, ob wir den schon hatten. Oder hier nehmen wir mal den König hier. Auch cool aus. Den können wir auch nehmen. Und was ist das? Ein Moskito oder? Ein Moskito-Kleinling. Nee, komm, nehmen wir den König. Das ist auch cool. Jo, und wie scheint, ist hier wieder so ein Moskito-Level. Gibt wieder Starfighter-Action. Los geht's. Jo, da ist er schon, die Mücke. Ach, und da war sie, okay. Babyspielzeug. Ja, Hundespielzeug, das ist einfach sehr krass. Ah, die Quallen kann man auch wegschießen. Ja, das finde ich auch cool hier an diesem Schießlevel, dass man hier auch das Eck schießen muss manchmal. Oh, ganz lustig. Ja, also, da hat sich Ubisoft auf jeden Fall was Schönes ausgedacht, finde ich. Mit den Quallen, die Gesindel hier. So, da können wir jetzt also auch wieder raus. Da ist wieder ein altbekannter Freund. Ja, was heißt Freund? Sagen wir mal, ein altbekannter Geselle. Oh, oh, oh. Kann man jetzt auch wieder runternehmen. Okay. Hat er jetzt gleich seine ganze Familie mitgebracht. Oh.
klar. Ups. Yippie. Geheimnisvoller Gipfel. Okay. Barfuß zu Berge. Aua. Stelle ich mir ganz schön schmerzvoll vor, da irgendwie barfuß den Mount Everest hochzuklettern. Wird ab einer bestimmten Größe, denke ich mal, auch ein bisschen kühl an den Zehen. Denn? Ey, du bist doch der König der Kleinlinge, du kannst doch hier nicht so ablösen. Jetzt mal gar nicht. Raus. Kommen wir wieder eine neue Fähigkeit wahrscheinlich. Oh, hier müssen wir aber uns jetzt, glaube ich, sputen, so wie es ausschaut. Na. Yeah.
Ach, verdammt. Ach, Mensch. Bleib doch mal stehen. Kraft zum Mauerlaufen. Aha. Okay. Die Renntaste, ne? Ja. Ja, da haben wir vielleicht jetzt auch eine bessere Chance gegen diese, gegen dieses eine Vieh da. Gegen die, was heißt Vieh? Gegen die Schatztruhe da. Du sag mal, ist euch gut oder was? Stehen hier. Schneller als ihr. Oh Gott. Und das ist auch noch alles barfuß. Also ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Jo, jo. Öffne dich. Was soll ich machen? Ich soll das, glaube ich, nachmachen. Was soll ich machen? Sind wir irgendwo auf dem Gipfel? Ich hoffe, hier kommt hier nicht gleich so ein Riese oder so. Kennt doch die Geschichte mit der Erbsenpflanze. Oh. Wie heißt das eigentlich? Weiß ich nicht. Habe ich früher so als Kind gar nicht auf dem Schirm gehabt. Die Geschichte. Ich habe nur so Grimms Märchen immer gelesen. Oh. Das sieht man so schlecht. Die Wunderbohnen oder wie heißt das? Ich müsste hier dann weiter rennen, ne? So. Ist gut, ja. Oh. Verdammt, was bin ich fertig? Oh yeah. Aber der Kleinlingkönig, der ist schlau und intelligent. Der ist genau der Richtige für die, für dieses Level. Der wird uns schon da durchbringen. Gerne dann noch mal hoch, aber sieht nicht gut aus. Das geht, glaube ich, nicht. Ja.
What? Na. Das war nicht gut. Muss man wahrscheinlich im Rennen machen. Was? Oh Mann. Ich drück da die Schlagentaste, passiert nichts. Es geht nicht. Wieso geht es nicht? Ja, wow. Eigentlich müsste er doch rennen und schlagen, ne? Wie habe ich das denn jetzt? Das war aber eine andere Taste. Nicht, dass wir jetzt hier nicht mehr weiterkommen, bloß weil ich jetzt blöde bin. Keine Ahnung, Freunde. Ich drück die Schlangentaste, aber da passiert nichts. Wer macht das nicht? Kann ich drücken so oft wie ich will. Gibt's hier nicht auch einen Zauberhut, der mir vielleicht ein bisschen was beibringt? Also wird es auch nichts. Ist ja nicht so gut jetzt. Da, jetzt hat es gemacht. Aber leider zu spät. Ich drück doch Dreieck. Oder was auch immer. Also. Oh. Jetzt haben wir es geschafft. Wie höre ich wieder? Oh, jeez.
Yuppie! Ah ja, 229. Wir waren schon mal besser, ne? Oder ich war schon mal besser. Oh, Schnee. Barfußschilderde. Schatz im Ozean der Opportunitäten. Da muss ich echt mal nachher googeln, was das überhaupt bedeutet. Ich könnte mir sowas vorstellen, dass es sowas heißt wie Gegensätze oder sowas, aber genau wissen tue ich es nicht. Ja. Man muss ja auch nicht alles wissen, ne? Also, habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Ich bin halt auch kein wandelnder Duden. Aber wir versuchen mal jetzt erstmal. Hier wollte ich doch gar nicht her, Mann. Nein. Ich will den König behalten. So, okay. Ich wollte hier nochmal. Ach, was mache ich denn? Bin ich bescheuert? Mann. So haben wir es jetzt bald. Hier haben wir ja den Zahn geholt, genau. Ihr aber nicht. Dann versuchen wir das mal jetzt da. Vielleicht funktioniert es ja mit diesen Wandklettern jetzt auch besser dann. Das würde mich gerne mal interessieren. Vierstimmige Verfolgung. Vielleicht schafft es ja der Kleinling König besser als Globox. Da hat er auch nicht drüber, ne? Da hat er, läuft da jetzt auch die Wand hoch. Das macht er gar nicht. Nee, das schafft er auch nicht besser. Nee, ich hab gar keine Chance, finde ich. Also irgendwas checke ich hier entweder nicht, oder... Das ist wirklich so schwer. Da hätte ich mich vielleicht abstürzen können. Ich dachte, der rennt da auf. Ich kann es ja noch mal probieren, ob er da automatisch hochrennt. Eigentlich so wie die Kiste, ne? Die macht's ja eigentlich auch, aber... Da kriegt's irgendwie nicht hin. Oder ich muss vielleicht nach oben drücken. Das kann ich jetzt noch mal probieren. Na gut, dann machen wir mit unserem normalen Tagesprogramm weiter. Ich dachte nur, dass vielleicht da, dass er da jetzt auch besser hochkommt. Hätte ja auch sein können.
So, da ist auf jeden Fall auch ein Ausrufezeichen. Ja gut, da ist auch wieder so ein Zahnlevel. Aber das kennen wir noch nicht, also das schauen wir uns jetzt auf jeden Fall nur noch mal an. Piratenschatz. Vielleicht kriegen wir das ja besser hin, aber ich denke mal, ich bin irgendwie zu langsam dafür. Und einfacher wird es pro Level auch nicht werden. Achso, hier muss ich jetzt auf jeden Fall Kanonen ausweichen. Gut, da muss ich jetzt in das kleine Wand klettern. Aber es ist auch schwer. So wie man sieht. Oh. Irgendwie verbaue ich zu viel Zeit, wenn... Oh. Ja, so muss er das sein. Wahrscheinlich bei dem anderen. Ich hab gar nicht gesehen, wohin. Ja, gut, sind wir ein Stück weiter schon. Was? Er hat mich doch gehabt. Schon. Oh Gott, jetzt wird auch noch geschwommen. Ganz vorne. Oh, ja. Oh, was? Och, Mann. Aber gut, die Kiste kriegen wir vielleicht dann noch. Dann weiß ich auch, wie das da in der, bei der anderen Kiste vielleicht einfacher geht. Das habe ich nämlich nicht herausgefunden. Naja, ich sag besser nichts. Gemein, wenn er mich zurückschwingt, ne? Was? Was war das denn? Ja, da werden wir auch viel Spaß haben mit diesen Levels, so wie es ausschaut. Aber können wir ja immer ab und zu so probieren. Irgendwie. Ich versuche mal das andere erstmal, ne? Das ist vielleicht ein bisschen einfacher. Und wenn wir das schon mal haben, dann haben wir wieder einen Zweck.
Das war mir ja jetzt gar nicht so klar mit dem Rennen hier, dass man dann mit der Nase auch boxen kann. Ach, jetzt bin ich natürlich wieder reingegangen. Hier bei den Dünen der Didgeridoos. Da versuchen wir mal jetzt das Level zu schaffen. Jetzt habe ich das wenigstens gescheckt mit der Nase. Judy. Kriegen wir die Kiste jetzt wenigstens. Was? Da ging der Wind nach unten. Ist ja auch gemein. Na, das war jetzt aber ganz schlecht. Ich weiß gar nicht, wie viele Levels es davon gibt. Na, sag mal. Den hast du so also gut gemacht. Muss gleich die Nasenattacke machen. Wenn ich jetzt hier rumgucken oder was weiß ich was. Ah, verdammt. Am Arm bin ich nicht mehr reingekommen. Ich krieg dich! So auf jeden Fall nicht. Ist ja hier die Schlagentaste, ne? Vielleicht sollte ich mir die auch irgendwo anders drauf tun. Zum Beispiel auf eine Schultertaste, weil ich habe im Moment alle Tasten auf die normalen Buttons, sage ich mal, also auf Kreuz und Viereck und Kreis und Dreieck. Aber ja. Dann nehme ich lieber noch meinen Finger dazu, würde ich sagen. Mit der Maus hier. Und mach mal Schlagen hier auf so eine Schultertaste. Das geht vielleicht besser. Ich noch meinen Finger extra sozusagen. Was? Oh weia. Aber lässt sich besser spielen, ja.
Scheiße. Zeitdruck, würde ich sagen. Ich will schon die Kiste haben. Also Freunde, die Folge wird jetzt nicht mehr spannend. Das hat auch immer so hängen bleibt. Ich will euch auch nicht ärgern damit, aber ich will die Levels einfach schaffen, ne? Also ich meine, das ist, muss man hier auch sich ein bisschen antrainieren, würde ich sagen. Jetzt die ganze Folge voll mit irgendwelchen Levels, die ich nicht schaffe. Ne. Aber ist mir egal. Wie gesagt, ich will irgendwie die Levels natürlich auch schaffen, ne? Ins Land der verlorenen Seelen, da würde ich schon gerne mal reingucken. Ja, das weiß ich auch gar nicht, was dahinter verborgen ist. Hinter dem Land der verlorenen Seelen. So, versuchen wir das nochmal. Kurz. Und dann muss ich leider wieder eine Pause machen, Freunde. Ich habe jetzt auch zu viel Zeit verbraucht. Es ist so schwierig im Rennen zu bleiben, weil durch diese Kanten. Was? Das ist aber eine Frechheit hier. Ja, und ich denke mal, wenn ich hier die Levels nicht schaffe, dann werde ich kurz überlangen. Oh, was? Früher oder später eh Probleme bekommen mit dem Spiel, denke ich mal. Also ich denke mal nicht, dass nur die extra Levels hier so schwer sind, sondern dass irgendwann auch normale Levels kommen, wo es dann auch so schwer wird. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Oh, wie soll man denn da... Gut, wir hätten vielleicht oben rüber. Gut, wir waren ja... Krass. Das klingt schon ein bisschen schwer hier, die extra Levels. Aber gut, die sind ja natürlich mit Absicht nicht so einfach gemacht.
Auf jeden Fall war es eine gute Idee, die Schlagtaste umzulegen. Hallo! Ey, Scheiße. Meine Fresse, ey. Ah, das ist auch über. Schon viel zu weit zurück. Sollte ich die Folge beenden? Ja, ich habe ja noch die leise Hoffnung, dass hier wenigstens in der Folge noch ein Sieg errungen wird. Aber es ist auf jeden Fall schwer, würde ich sagen. Schweres Spiel. Ich bin ja gar nicht mehr an den Trichter rangekommen. Du verrückte Kiste, du! Was ist hier? Was soll ich denn da? Da so ein großes Stück zum Rüberfliegen. Ich weiß gar nicht, wie ich da rüberkommen soll. Gut, einmal hat es ja irgendwie auch funktioniert. Einmal ist keinmal. Jetzt. Jetzt kannst du mir aber schon mal deine Kiste geben. Mann. Da hinten wäre es dann bestimmt gewesen, ich schwöre. Ach Mann. Da ist ja, denke ich mal, auch völlig normal, dass man hier, wenn man sich das Spiel holt und hier das erste Mal so einen komischen Level spielen, dass man die nicht gleich auf Anhieb schafft. Ah, schon. Ah, da vorne ist bestimmt die Stelle, ich schwöre es. Also, weiß ich jetzt nicht genau, aber vermute ich mal. Gut, jetzt 20 mal hier irgendwo hängen zu bleiben, ist auch blöde. Verdammt. Aber stört mich nicht. Gehört halt dazu und fertig ist. Menu. Also stört mich schon wegen dem Spiel, dass ich nicht weiterkomme. Aber jetzt wegen YouTube halt nicht, ne? Also. Das meine ich. Oh, schade, verdammt. Ich will jetzt nochmal ziehen. Durchziehen! Doch nur eine blöde Kiste, Mensch.
ein bisschen aus wie ein Krebs, finde ich, die Kiste. Ach nein, das war zu lahm. Das war die falsche Attacke. Ich glaube, ich muss da auch nochmal die Attacke, dass ich dann schneller bin ein bisschen. Ich glaube, durch diese Nasenattacke wird man auch ein bisschen... Ah, jetzt habe ich ganz Mist gebaut. War ich ein bisschen abgelenkt. Durch meinen Kirschengong hier. Ja, wisst ihr gar nicht, oder? Dass ich in der Kirche wohne. Ich bin der Glöckner von Notre Dame. Ach man. Nee. Na Freunde, hält es hier noch aus? Habt ihr schon weggeschaltet? Nein, was? Noch nicht? Okay, dann machen wir das nochmal 30 Minuten. Nein, nee. Kleiner Spaß. Achso, hier wollte ich die Attacke machen. Das darf ich nicht vergessen. Ja, weil irgendwie, so wie es ausschaut, wird man dadurch auch schneller. Da ist doch das Ziel. Er hat doch gestoppt sogar schon. Komm, das müssen wir doch schaffen. Das kann gar nicht so schwer sein. Bin doch schon fast schneller als der. Ja gut. Jetzt nicht unbedingt noch. Nein, Freunde, spielt's mal selber echt. Ist auch nicht so einfach. Komm schon, Gas. Faulenz wird später. Verdammt. Gar nicht dazu. Ich habe immer so voll, bin immer voll mit dem Springen beschäftigt, sodass ich gar nicht merke, wo wir eigentlich sind. Na, seid ihr immer noch da?
können ja einen Deal machen. Solange ihr jetzt die Folge schaut, solange werde ich es probieren. Sonst springe ich da immer so schnell drüber, ne? Und dann, jetzt war es auf einmal total langsam. Ja, ich will halt nicht nur die Story machen, ne? Ich will halt auch die Zähne alle bekommen am besten. Und, ja, ohne dass man sich hier an diesen Wettkampf hier, ohne dass man sich daran gewöhnt, wird es ja nicht funktionieren, dass man hier das Level schafft. Also, auf gut Deutsch, was bleibt mir anders übrig, als mich hier durchzukämpfen. Aber ich weiß nicht, gut, er hat ja gesagt, er ist der... Oder, wenn wir an diesen Typen vorbeikommen mit den Zähnen, dann sind wir in dem Land der wandelnden Seelen. Ansonsten habe ich auch keinen blassen Schimmer, ob das jetzt wichtig fürs Spiel ist, das zu schaffen, oder ob das nur so ein kleines Extra ist oder so. Das weiß ich alles gar nicht. Aber ist mir eigentlich egal. Also ich meine, ein paar Zähne hätte ich schon gerne. Dass er wenigstens ein bisschen ordentlicher wieder aussieht. Ich meine, mit einem Zahn sieht niemand gut aus. Ach Mann. Ja. Mit einem halben Hirn sieht aber auch niemand gut aus, oder? Ja, na komm. Bleibst du auch nicht stehen, oder wie? Verdammt. Ja, also Freunde, ich habe euch gesagt, solange ihr zuschaut, solange werde ich es einfach weiter probieren. Jetzt so 12-Stunden-Video oder so. Nee, ich mach nur Spaß, ne, Freunde. Ein bisschen Spaß muss sein. Darf man auch alles, auch nicht hier so bei YouTube alles so ernst nehmen, ne? Finde ich. Menschen nehmen so schon immer alles so ernst. Legen immer alles auf die Goldwaage und pipapo. Ja. Da möchte ich das hier bei meinen Let's Plays zumindest nicht haben. Habt ihr es aber gesehen, da sind wir auf jeden Fall besser drüber gekommen. Ihr seid ja immer noch da. Jetzt Spaß. Da seht ihr, dadurch, dass die Menschen halt immer alles so ernst nehmen, ne, da ist man dann auch selber schon so, ne, dass man alles so ernst nimmt und sich für jeden Spaß rechtfertigt und so, ne? Also es ist echt. Mann, verdammt, das muss doch zu schaffen sein. Ja, das mag ich zum Beispiel auch nicht an diesem Internet, ne? Und so mal alles so auf die Goldwaage gelegt wird, ne? Und was auch schwierig ist,
finde ich, ja gut, nehme ich jetzt ein bisschen den Humor hier von dem Spiel, aber kann man ja für einen kurzen Moment mal machen, dass man, ja, entweder, also man hat ja nur eine Meinung, ne, zu irgendeinem Thema, zum Beispiel Religion. Dann sage ich zum Beispiel, Religion finde ich in der heutigen Zeit, also für mich zum Beispiel nicht sinnvoll. Seht ihr, ich mache jetzt sogar schon die Klammer und sage nur für mich, ne? Ja, und entweder kommen dann die, also wenn man dann sagt, ist nicht sinnvoll, dann kommen die ganzen Gottesanbieter und machen einen Ärger, ne? Und wenn man sagt, sinnvoll, dann kommen halt die anderen wieder und machen einen Ärger, ne? Also eigentlich internetmäßig hat man sowieso verloren, ne? Also, ja, also nicht verloren, ne? Aber ihr wisst schon, also man hat auf jeden Fall bei jedem Thema Ärger, egal welche Meinung dann, welche Meinung man vertritt. Ja. Ja, ich finde nämlich Religion heutzutage gar nicht mehr wichtig. Also gut, ich bin ja jetzt auch kein gläubiger christlicher Mensch, sage ich mal. Also ich habe schon Glauben, aber einen persönlichen, sage ich mal. Für mich ist Gott nicht irgendwie so ein Papa im Himmel, sondern für mich ist die Natur der Gott. Weil sie ja alles erschafft und nicht irgendein Jesus. Ja. Und früher hätte ich darüber auch anders gedacht. Ja, so ich sag mal im 18. Jahrhundert oder so, da waren die Zeiten noch ein bisschen heftiger, sag ich mal, als heutzutage, würde ich sagen, mit dem Hunger und der Ernte und überhaupt Geld und die Familie und so, ne? Und ich denke, früher war das halt wichtig gewesen, dass man dann auch so einen kleinen Halt hatte. Das kann ich mir schon gut vorstellen und den hätte ich dann wahrscheinlich auch gebraucht im 18. Jahrhundert, garantiert. Ja, aber heutzutage, ich meine, wir sehen ja auch in den Nachrichten oder hören das ja auch, was in der Kirche alles so veranstaltet wird. Und ob das jetzt noch wirklich was mit Gott zu tun hat, also da bin ich nicht so der Meinung. Okay, wenn wir aber die Nase machen, können wir nicht springen. Okay. Also von dem her. Und ich habe auch mal ein Weilchen wo gearbeitet, wo viele gläubige Menschen rumgelaufen sind und ich hatte auch einen gläubigen. Also gläubige Menschen als Chef und Freunde, ich sag euch, der hat die Leute so zur Sau gemacht, also es verging kein Tag, an dem er nicht geschrien hat, wegen irgendeinem Kram, ja, und das hat mir einfach nur, also ich habe dazu nicht viel gesagt, ne, ich bin ja auch im wahren Leben eher so der Beobachter, so Sachen anschaue und mir dann eine Meinung bilde, aber zu allem muss ich auch nicht was sagen und ist ja auch mein Chef gewesen, ne? Also da sagt man das recht nicht, ne? Aber so für mich habe ich dann halt gedacht, naja, seht ihr, also ihr könnt an Gott glauben, ne? Aber es macht euch noch lange nicht zu besseren Menschen, ne? Das war für mich der Beweis gewesen, ja. Dass an Gott glauben einen auch nicht zum besseren Menschen. Ja, und wie gesagt, ich habe meinen eigenen Glaube. Ich glaube, dass die Natur Gott ist. Und ja, einen anderen Glauben brauche ich nicht. Hab mir zwar auch mal die Bibel interessehalber als Hörbuch angehört und so. Fand ich auch. Eigentlich war es auch interessant, aber irgendwann ging es dann auf die Beschneidung und so, hier mit Abraham und Pipapo. Ja, und da habe ich dann einfach auch gedacht, also meine
Vorhaut bleibt bei mir. Also, naja, klar, also ich meine, hat ja nichts mit der... Aber ich konnte mich halt mit dem Glauben halt auch dann nicht mehr identifizieren, sozusagen. Ja, es war halt auch nicht meine Welt gewesen. Ja, und ich hatte das Hörbuch auch nicht gehört, weil ich mich christlich einstimmen wollte, sondern einfach nur, weil ich neugierig war, was da dann in der Bibel so alles drinsteht. Also, ich hatte nicht das Ziel gehabt, nach dem Hörbuch christlich zu werden. Das hatte ich gar nicht gehabt. Wie gesagt, im 18. Jahrhundert und so, da hat das noch, denke ich mal, einen großen, großen Sinn gehabt. Den will ich gar nicht absprechen. Wie gesagt, mit Hunger und Ernte und ja, überhaupt ein Dach über dem Kopf und so. Ich denke mal, das war früher alles viel schwerer gewesen als heutzutage. Und auch mit den Krankheiten und so. Und ich denke mal, da war es halt gut, wenn man dann so ein kleines Seil hatte, an das man sich festhalten konnte, sozusagen. Und ein Glauben, an dem man auch sich festhalten konnte. Ich denke mal, das war früher echt wichtig gewesen. Aber gut, früher war früher und heute ist heute. Und wie gesagt, wir sehen ja auch in den Nachrichten, was da alles für Gottes Werke verbracht werden. Ja. Ja, und wie gesagt, wenn ich jetzt sowas sage, habe ich natürlich die Gläubigen wieder gegen mich, ne? Und hätte ich jetzt gesagt, die Bibel ist das geilste Buch ever, hätte ich die Nichtgläubigen wieder am Hals. Also ich meine, ich habe ja sowieso niemanden am Hals, sage ich mal, hier auf meinem Kanal. Aber ich meine das halt auch allgemein, ne? Auch andere YouTuber oder, ne? Also, das verstehe ich manchmal an den Leuten dann nicht so, ne? Gut, die Leute sind gespalten, ne? Damit hat es natürlich auch zu tun. Die einen sagen Hü und die anderen Hot. Aber, ja. Eigentlich egal, was du sagst. Du hast eh immer irgendeine Partei dann am Hals. Aber ich habe es ja jetzt zumindest versucht so zu erklären, damit es auch andere Menschen nachvollziehen können. Und wenn das jetzt einer nicht versteht, weiß ich nicht, dann tut er mir einfach nur leid. Keine Ahnung. Ja, und da, wo ich gearbeitet habe, da war auch ein Priester. Der war auch gläubig, natürlich, ne? Der war auf jeden Fall eine Spur netter als mein Chef. Also, nette, gläubige Leute habe ich auch jetzt angetroffen, will ich jetzt nicht sagen, dass sie alle... Also, es lag wahrscheinlich auch an der Person von meinem Chef, warum der so war. Und er hat ja nicht nur mich angefährt, sondern alle. Also, es hatte auch nichts mit mir zu tun, sozusagen. So, ihr schaut ja immer noch hier zu. Nee, finde ich ja gut. Ihr habt da richtig Durchhaltevermögen. Oh, ich hab's geschafft, Freunde. Oh. Yeah. Es hat sich gelohnt. Ach, danke, lieber Gott.
Ja, und da ich ja auch die Geschichten so mitbekomme von der Kirche und so, ich würde mich jetzt auch nie wieder von der Kirche, oder was heißt nie wieder, ich habe mich ja noch nie, aber jetzt in der heutigen Zeit erst recht nicht bequackeln lassen, ne? Nachdem die so viel Unsinn gemacht haben. Ich sag mal so, vor 20 Jahren hätte ich vielleicht auch noch gedacht, naja, Kirche, warum nicht, ne? Aber mittlerweile weiß man ja auch, dass es nur ein, naja, ich sag mal, in Anführungsstrichen ein Sauverein ist. Und da würde ich mich auch nie wieder bequatschen. Oder was? Wie gesagt, nie wieder. Also, ich habe mich noch nie bequatschen lassen, aber ich meine das halt so, ja, jetzt erst recht nicht. Ne? Vor 20 Jahren hättet ihr vielleicht noch eine Chance gehabt. Oder vor 10 Jahren, aber jetzt auf gar keinen Fall. Ja, und ich weiß nicht, ich bin sowieso nicht so ein regelmäßiger Freund, dass ich dann, also so ein Freund der Regelmäßigkeit, also ich finde, mit diesem Kirchenglauben fesselt man sich auch so ein bisschen, ne? Man muss dann irgendwelche Rituale folgen, die man sich selbst gar nicht ausgedacht hat, sag ich mal. Also es ist auf jeden Fall nichts für mich. Wie gesagt, ich habe meinen eigenen Glauben, es ist eher so ein Naturglauben. Und Natur und Universum glauben. Also Universum ist ja auch Natur, wenn man es mal genau nimmt sozusagen. Ja, und das sind für mich die beiden herrschenden Parteien, also das Universum und die Natur. Ja. Und nicht irgendein Mann mit langem Bart. Aber ich will auch nicht sagen, dass Leute, die an Gott glauben, scheiße sind. Also das da versteht mich bitte richtig. Das meine ich auch nicht. Also ich akzeptiere das auch, wenn Menschen an Gott glauben. Und ich versuche die auch nicht umzustimmen oder davon wegzubringen oder sowas. Oder ich sage auch zu denen nicht, ey, Gott ist scheiße oder so. So bin ich halt auch nicht, ne? Also ich nehme Menschen so, wie er eben ist, ne? Also, und was soll ich mich da bei seinem Glauben einmischen, ne? Also so meinte ich das auf jeden Fall jetzt auch nicht, dass Leute, die an Jesus glauben, scheiße sind. Also das, ja. Nur wie gesagt, durch diesen Einschiff, da habe ich dann ein bisschen beobachtet und habe dann auch so für mich gedacht, halt, stopp, Moment, hier stimmt doch irgendwas nicht. Ne? Man hält jeden Abend eine Predigt an seinem Bett, ne? Und ist so unausgeglichen. Ne? Ja, das war er auf jeden Fall. Aber es ist auch schon eine lange Geschichte, es ist auch schon über 6, 7, 8 Jahre her. Und ja, eigentlich wollte ich mit euch hier gar nicht über Gott reden, über Gott und die Welt reden. Aber nun ist es halt doch passiert, ist ja auch nicht so schlimm. Auf jeden Fall hat die Folge ja jetzt schon Überlänge und deswegen werde ich jetzt mal Feierabend machen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, ne? Möge Gott euch beistehen und bis dann. Macht's gut, Freunde. Tschüss.